Donnerstag, 16. September, 18.30 Uhr. Hier ist Lübeck, hier ist die Breite Straße, hier ist die Sparkasse. Herzlich willkommen zu unserer digitalen Kundenveranstaltung. Nachhaltigkeit, Rendite, ein Widerspruch, ein großes Fragezeichen. Ich darf mich vorstellen, Sven Nagrodzki, ich bin hier Leiter fürs Privatkundengeschäft und freue mich, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind und freue mich, Sie um die nächsten ca. 60 Minuten hier durchs Programm zu führen. Es ist vielleicht ein noch ungewohntes Format für so einige. Wir kennen das eigentlich, dass wir Sie in die Filiale einladen. Und dann hört man sich da die Gespräche an, ein paar Vorträge und kann hinterher in aller Ruhe noch Worte wechseln, ein Glas Wein trinken, vielleicht ein Schnittchen zu sich nehmen. Das geht nur alles nicht. Wobei, ist es denn so ein ungewohntes Format überhaupt? Mittlerweile haben wahrscheinlich einige von Ihnen Elternversammlungen, Bürgerversammlungen, Jahreshauptversammlungen genauso erlebt und es vielleicht sogar liebgewonnen. Man gewinnt ja auch Zeit. Wir haben mittlerweile auch bei der Sparkasse Mitarbeiterveranstaltungen über dieses Format durchgeführt. Das war auch zuerst ungewohnt, aber die Resonanz am Ende war positiv. Viele sagten, ich brauche da nicht groß ins Auto steigen, ich sitze zu Hause, ich habe es bequem, ich habe es gemütlich und kann mich schon auf die Couch setzen. Und hinterher ist gleich Feierabend. Ja, Stichwort gemütlich. Wenn alles geklappt hat und wir rechtzeitig Ihre Anmeldung hatten, dann haben Sie jetzt auch von uns eine Flasche Lübecker Rotspurm bekommen und ein Lübecker Schokoladentaler. Dann dürfen Sie die jetzt auch öffnen und eingießen. Wo die Einladung etwas später kam, da haben wir es dann leider von der Logistik nicht mehr geschafft. Aber lassen Sie es sich trotzdem gut gehen und von uns hier einfach durchs Programm führen. Wir senden live und keine zurechtgeschnittene Konserve. Ganz bewusst nicht. Wir fanden es einfach authentischer, wenn wir hier live auf Sendung gehen. In dem Sinne sehen Sie uns das bitte nach, wenn hin und wieder vielleicht auch mal was schief läuft. So viel Übung haben wir denn doch noch nicht. Aber es ist handgemacht und ja, that's live. Also wenn mir meine Schummelzettel runterfallen, dann bin ich mal gespannt, was der Kameramann macht. Hält er voll drauf oder schalten wir zur Werbung? Ich weiß es nicht. Wir können gespannt sein. Wir gehen davon aus, spätestens zur Tagesschau sind wir durch, aber ungefähr eine Stunde. Und dann haben wir, denke ich, alle einen guten Kenntnisstand zum Thema Nachhaltigkeit, Rendite, ein Widerspruch. Ja, nun sind wir beim Thema. Und seit wann gibt es denn den Begriff Nachhaltigkeit? Ich habe jetzt nicht im Duden nachgeguckt, aber bewusst wahrnehmen tue ich in die letzten 5 Jahre, 10 Jahre, vielleicht 20. Aber aus den 80er, 90er Jahren habe ich den nicht in Erinnerung. Er mag ja schon im Duden gestanden haben, aber kaum zu hören. Heutzutage jeden Tag in der Zeitung. Aber wie alt ist denn der Begriff oder der Grundgedanke? Und nun würde ich mal kurz in unsere Präsentation einsteigen. Hier gibt es ein Zitat, das wird Buddha zugeschrieben. Sammle deinen Reichtum, ohne seine Quellen zu zerstören, dann wird er beständig zunehmen. Ich wusste nicht, wann diese Weisheiten entstanden sind. Zugegeben, ich habe gegoogelt, vor 2.500 Jahren. Da war mal jemand sehr weitsichtig. Und wir haben es vielleicht erst die letzten 10, 20 Jahre für uns entdeckt, das Wort. Aber es muss ja nicht zu spät sein. Und das ist einer der Gründe, weshalb wir heute das Thema zu unserem Thema gemacht haben. Und wenn Sie heute eine Sparkassenfiliale betreten oder auch uns hier heute sehen, ich werde hier heute nicht der Einzige sein, es kommen noch mehr Gäste, dann sehen Sie so eine Anstecknadel. Und da werden wir immer angesprochen, was ist denn das? Ich habe meine mal, das wäre sicherlich ein bisschen klein, ich habe meine mal fotografiert. Tja, das sind 17 Farben, wer sie nachzählt. Und wo kommen die her? Es symbolisiert, wenn wir mal eine Seite weitergehen, die 17 globalen Nachhaltigkeitsziele, die weltweit viele Unternehmen, Institutionen sich auf die Fahne geschrieben haben. Auch die Sparkasse hat sich dem angeschlossen. Und da geht es nicht nur um Umweltziele. Da geht es auch um Bildung, Armut, Zugang zu Trinkwasser, Gesundheit, Hunger. Also sehr weitreichend und ja, alles sehr interessante und anstrebsame Werte. Da macht es absolut Sinn, sich dem zu verschreiben. Wir nähern uns dem Thema heute aus verschiedenen Richtungen und haben daher viele verschiedene Gäste und auch festgestellt, das ist kein globales Thema ausschließlich für die große, weite Welt. Das ist hier in Lübeck angekommen. Von daher bin ich froh und glücklich, dass wir heute auch Lübecker Gäste hier haben, die über unser Lübeck dann erzählen können. Und so wird das Ganze ja, regional für uns als Lübecker hier auch richtig greifbar, wie ich finde. Und die Gäste haben eine Menge beizusteuern. Jetzt haben Sie aber erstmal was beizusteuern. Wir wollen Sie nicht ganz tatenlos mit dem Rotwein zu Hause auf dem Sessel lassen. Wir würden Ihnen gerne am Anfang mal eine Frage stellen und sind gespannt, wie das Ergebnis ist. Die Frage lautet, und im Grunde lautet sie genau wie der heutige Tag und unsere Veranstaltung, was glauben Sie? Schließen Rendite und Nachhaltigkeit sich aus? Ja oder nein? Oben rechts an Ihrem Bildschirm wird sich jetzt ein rotes Fenster öffnen.
was Sie dann bitte einmal mit einem Klick weiter öffnen und dann kann man dort Ja oder Nein anklicken, ganz einfach. Und dann wollen wir mal sehen, was dabei rauskommt. In der Regie wird schon gerechnet. Ja, ein bisschen Geduld müssen wir haben. Ja, wir haben eine Menge im Publikum, wir müssen nachher noch mal zählen, aber sind ausverkauft sozusagen. Und von daher haben wir auch dann ein repräsentatives Ergebnis zu erwarten. Was glauben Sie, schließen Rendite und Nachhaltigkeit sich aus? Soll ich Ihnen was verraten? Ich weiß die Antwort schon. Wird aber noch nicht verraten. Im Laufe des Abends werden wir alle den gleichen Kenntnisstand haben. An der Stelle, das ist der Stefan, den kann jetzt keiner sehen, aber der Stefan macht hier, der Stefan Borchert macht bei uns die Technik und ist hier am Rechnen und Auswerten. Und 8% sagen, es schließt sich aus und 92% sagen, Rendite und Nachhaltigkeit schließen sich nicht aus. 92%, ein sehr eindeutiges Ergebnis. Ja, dann wollen wir mal sehen, ob wir das nun im weiteren Verlauf des Abends auch bestätigen können. Und da freue ich mich, sagt ihr, wir wollen das aus verschiedenen Blickrichtungen jetzt beleuchten, das Thema. Freue ich mich auf unseren ersten Gast. Und wir haben mal überlegt, wie startet man? Und vielleicht gehen wir gar nicht gleich in die Kundenberatung rein, sondern was machen Unternehmen, was machen Institutionen eigentlich, um nachhaltig zu arbeiten? Das mag bei Produktionsunternehmen noch recht einfach vorstellbar sein, bei einer Bank oder Sparkasse vielleicht nicht. Und deswegen haben wir gesagt, gucken wir mal einmal auf uns selbst. Was tragen wir denn dazu bei? Ja, und ich freue mich, Ihnen vorzustellen, Frau Nicola Möller. Frau Möller, jetzt wäre eigentlich ein Applaus da. Den gibt es nur im Digitalen nicht, den müssen wir uns denken. Aber verdient hätten Sie ihn. Frau Möller ist nämlich unsere Nachhaltigkeitsmanagerin hier bei der Sparkasse. Sowas gibt es auch nicht ewig, aber sie wird uns gleich erzählen, was das auf sich hat. Und wie gesagt, bei Produktionsunternehmen hat man da wirklich einen Blick für, weil man das irgendwie häufiger hört. Bei einer Bank, bei einem Dienstleistungsunternehmen. Ja, was muss man sich da eigentlich unter Nachhaltigkeit vorstellen? Frau Möller, mögen Sie so mal anfangen? Sehr gerne. Zuerst einmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Hallo, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Genau, ja, natürlich liegt das Thema Nachhaltigkeit irgendwie bei so einem Produktionsunternehmen ein bisschen näher. Man stellt sich vor allem Umweltaspekte vor, stellt sich vielleicht eine Produktion vor, die ganz viel ausstößt und weiß, okay, das muss vielleicht verändert werden in Zukunft. Aber in der Finanzbranche ist das Thema tatsächlich sehr komplex und umfasst ganz viele Facetten. Zum einen geht es nicht nur um Klima, sondern es geht auch um soziale Aspekte und um nachhaltige Unternehmensführung. Und es hat für die Finanzbranche, ja, ich würde sagen, so 5 Stoßrichtungen. Es geht auch darum, dass wir als Sparkasse schauen, wie wir weniger verbrauchen. Papier zum Beispiel, Kontoauszüge oder auch unseren Heizverbrauch senken. Aber es geht eben auch darum, wie wir unsere Gewinne erwirtschaften, dass wir die nachhaltig erwirtschaften, dass wir unser Kreditportfolio, unsere Eigenanlage anschauen. Es geht darum, dass wir unsere Kunden und Kundinnen in der Transformation begleiten, also ja, Privatkunden beraten, wie sie ihr Geld anlegen können, Firmenkunden beraten, wie sie sich nachhaltiger aufstellen. Und auch Immobilienkunden haben natürlich viel Beratungsbedarf, wenn es um Energieeffizienz geht. Ja, und es geht darum, dass wir auch in unsere Risiken schauen. Also Nachhaltigkeitsrisiken ist auch so ein Begriff, der ja neuer ist, sage ich jetzt mal. Also wir haben Umweltkatastrophen, wir haben ja aus wirtschaftlicher Betrachtung Risiken für Geschäftsmodelle, wenn der CO2-Preis extrem steigt. Und all das müssen wir als Sparkasse im Blick behalten. Und nicht zuletzt geht es auch darum, dass wir unsere nachhaltig erwirtschafteten Gewinne dann auch in nachhaltige Projekte investieren. Da werden wir heute ja auch noch einen Gast da haben, der dazu ein bisschen mehr erzählt über unsere Stiftung. So ist das. Die Stiftung kommt auch noch zu Wort heute. Sie haben gerade einen Bereich jetzt erwähnt, der vielleicht für Sie in der Kundschaft gerade auch spürbar ist, die Kontoauszugsdrucker. Fand ich ganz interessant. Das klingt vielleicht zuerst auf den ersten Blick gar nicht nach Nachhaltigkeit, aber Sie werden vielleicht gemerkt haben, wenn Sie in die eine oder andere Geschäftsstelle kommen, da steht ein Drucker weniger. Ja, wenn man sich mal überlegt, bei so vielen Auszügen, die da früher mal gedruckt wurden, was ist das für ein Papierberg, was haben die für einen Papierausstoß, der dabei zusammenkommt? Es gibt tolle Möglichkeiten, das natürlich auch digital durchzuführen. Gleichwohl haben wir weiterhin Drucker, aber das ist auch mit einer der Gründe, hier vielleicht auch nur ein kleiner, aber um nachhaltig entsprechend vorzugehen.
Frau Möller, wie wird man eigentlich Nachhaltigkeitsmanagerin, würde mich mal interessieren. Ja, wie so oft kommt Themen um die Ecke und man sucht jemanden, der es macht. Und tatsächlich liegt mir das Thema einfach sehr am Herzen. Und es ist so, dass ich bei uns in der Sparkasse das Multiprojektmanagement betreue und damit den Blick auf viele Fachbereiche habe. Und Nachhaltigkeit ist einfach ein Gesamthausthema. Und insofern bot es sich an, es zu mir zu bringen. Außerdem glaube ich, dass es einfach keinen anderen Weg gibt und freue mich, dass wir als Sparkasse einen Beitrag leisten können. Insofern, ja, hat mich der Ehrgeiz gepackt. Das ist schön. Ja, welche Rolle spielen Sie dabei? Was sind eigentlich Ihre Aufgaben? Ja, aktuell ist tatsächlich eine große Informationsflut. Also wir kriegen ganz viele neue Gesetze auf nationaler, europäischer Ebene. Wir haben Konzepte von unseren Verbänden, aber auch eigene Ideen. Und im Moment bin ich sehr stark damit beschäftigt, alles zu lesen, zu sondieren, zu schauen, wie machen wir das Ganze, was bietet sich an, was machen wir zuerst, was machen wir zuletzt. Genau, und die Kollegen dabei mitzunehmen. Stichwort Kollegen. Da haben Sie ja viele Kontakte und Gespräche. Wie ist da die Resonanz oder findet das Akzeptanz das Thema so in der Belegschaft? Ja, ich bin tatsächlich sehr froh, dass wir da alle eine Agenda haben, sage ich jetzt mal. Denn die Kollegen sind ja auch nicht nur Mitarbeitende, sondern vor allem ja auch Menschen und leben auf der gleichen Welt wie wir alle. Und insofern kriege ich häufig E-Mails mit Ideen, wie wir unseren Arbeitsalltag nachhaltiger gestalten können. Und ja, versuche das dann bestmöglich auch einzusteuern, dass wir das gut umsetzen können, was da kommt. Findet also Anklang? Ja. Super. Ja, über welche Erfolge können Sie uns schon berichten heute? Ja, also da gibt es eine Menge. Zuerst ist mir immer ganz wichtig zu betonen, dass Sparkasse ja irgendwie auch Nachhaltigkeit so in ihrem Gründungsgedanken hat. Damals mit der Idee, allen Menschen, allen Bevölkerungsschichten Zugang zu Finanzdienstleistungen zu geben. Und über unsere gemeinnützige Stiftung, über eigene Spenden und Sponsoring haben wir natürlich auch die soziale Nachhaltigkeit sehr stark im Fokus. Aber ich sagte ja, es geht auch darum, wie wir Geld verdienen und wie wir das ausgeben. Und insofern haben wir 100% Ökostrom, darauf bin ich sehr stolz. Wir haben unsere Mobilität sehr klimafreundlich ausgerichtet. Unsere Personalabteilung und unser Betriebsrat haben gemeinsam jetzt erwirkt, dass wir unseren Mitarbeitenden Jobfahrräder, also Fahrradleasing anbieten. Genau, und wir haben jetzt eine Projektstruktur aufgesetzt. Das klingt erstmal nicht so greifbar, was das bedeutet, aber wir haben eben Kollegen zusammengebracht, die mit noch mehr Kraft an dem Thema arbeiten können. Insofern haben wir hier schon viele Erfolge, die sich zeigen lassen, würde ich sagen. Super. Kann man das irgendwo ablesen? Gibt ja so einen Begriff Klimabilanz. Haben Sie sowas oder ist sowas in Planung? Aktuell kann man das noch nicht ablesen, aber wir sind an dem Thema dran. Als Sparkasse zu Lübeck haben wir, wie viele andere Sparkassen, die Selbstverpflichtungserklärung für klimafreundliches Wirtschaften, klimafreundliches und nachhaltiges Wirtschaften unterschrieben und haben uns damit verpflichtet, bis zum Jahr 2035 CO2-neutral zu sein. Und damit wir hier unsere Erfolge eben messen und auch darstellen können, arbeiten wir natürlich daran, unsere ganzen Verbräuche, den Pendlerverkehr und so weiter zusammenzufassen, dass wir da auch etwas ausweisen können, wo wir nachweisen können, was unsere Bestrebungen dort bringen. Okay. Eine Bank verkauft dort Produkte, wie jedes andere Unternehmen auch. Und wollen wir mal auf die Nachhaltigkeit von Produkten eingehen. Also wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe, kaufe ich ein Stück Fleisch. Da steht irgendwo drauf, wo es herkommt, ist es nachhaltig oder nicht. Und ich kann als Verbraucher entscheiden. Das fällt mir bei einem Bankprodukt ein bisschen schwer. Haben Sie da schon Beispiele? Sind da schon Produkte mit irgendeinem grünen Label ausgezeichnet oder einfach nur nachhaltig? Ja, wir haben auf jeden Fall sehr viele grüne, nachhaltige Wertpapieranlagen im Angebot. Da haben wir ja viele Experten auch heute hier, die dazu noch mehr sagen können. Ich kann sagen, aus Steuerungsperspektive haben wir ja einen Produktkorb, also eine Auswahl an Produkten, die wir gerne anbieten. Und wenn wir da eine klassische und eine nachhaltige Geldanlage haben, nehmen wir immer lieber die nachhaltige auf, sodass da auch in Zukunft immer mehr passieren wird. Ah ja, okay. Wenn Sie uns mal noch einen Blick in die Zukunft gönnen, was steht da noch an Ideen und Projekten? Haben Sie da noch ein paar Dinge für uns? Ja, das sehr ist gerne. Ja, sicherlich kein Projekt, wo man sagt, Sie sind jetzt fertig mit der Arbeit. Das geht ja im Grunde wahrscheinlich ewig weiter, ne? Ja, nachhaltig bedeutet ja auch langfristig. Insofern wird uns das, glaube ich, langfristig beschäftigen. Ich muss sagen, der Gesetzgeber hat einiges im Petto. Das kann man als lästig empfinden oder auch als große Chance sehen. Da kommen einige Pflichten, vor allem im Sinne der Transparenz, die da auch auf uns zukommen, wo wir dran sind. Wir haben aber auch selber viele Ideen und gute Sachen, die wir da in der Pipeline haben. Wir werden in den kommenden Jahren sicher in unser Geschäftsstellennetz investieren, wo Nachhaltigkeitsstandards auf jeden Fall Berücksichtigung finden. Wir arbeiten an Beratungsangeboten, insbesondere für unsere Firmenkunden und Immobilienkunden, um hier weiterhin als kompetenter Ansprechpartner einfach in der Region zu wirken.
Wir wollen die Digitalisierung, die Corona ja natürlich bestärkt hat, nutzen, um ja da auch ressourcenschonender zu arbeiten, weil Digitalisierung und Nachhaltigkeit hängt ja sehr stark zusammen. Und insofern ja, haben wir da jede Menge Ideen, auch im Einkauf zum Beispiel, um dort auch die Lieferketten besser beleuchten zu können und dort Nachhaltigkeit zu implementieren, die uns auch sicherlich uns nicht langweilig werden lässt. Also man merkt, welche Leidenschaft Sie ausstrahlen. Sie strahlt ja förmlich. Muss sagen, wir genau die richtige für den Job gefunden. Was macht Ihnen denn am meisten Spaß? Die Frage sei noch mal gegönnt zum Schluss. Ja, also das Schöne ist ja, dass es ein Thema ist, was vielen Menschen auf jeden Fall am Herzen liegt. Insofern laufe ich viele offene Türen ein. Und besonders Spaß macht mir aktuell, glaube ich, immer wieder zu erklären, was es alles umfasst. Also nicht zu sagen, es bedeutet nur grün und es ist nur in unserem Geschäftsbetrieb, sondern es umfasst so viel mehr und wir können da was bewirken, wenn wir aufklären, wenn wir beraten und wenn wir da alle an einem Strang ziehen. Von daher konnten Sie heute genau das tun, was Ihnen Spaß macht. Berichten. Genau so ist es. Ja, in dem Sinne, Frau Möller, schön, dass Sie den Auftakt gemacht haben. Das war ein sehr interessanter Einblick, mal wie ein Unternehmen und Finanzunternehmen mit dem Thema Nachhaltigkeit umgeht. Kriegt man sonst ja auch nicht alle Tage zu hören. Und ja, toll, wenn es Menschen gibt, die mit so einer Leidenschaft dem nachgehen. Also in dem Sinne, ja, ein virtueller Applaus für Sie, Frau Möller. Vielen Dank. Gut, wir nähern uns jetzt mal dem Thema aus der Beratung. Das ist sicherlich das, was Sie als Kunde am ehesten erleben. Was passiert eigentlich, wenn ich meinen Berater aufsuche und wir diese Frage Nachhaltigkeit, Rendite mal durchleuchten? Wir bringen Sie so ein bisschen in Stimmung mal mit einem kleinen Film und dann freuen Sie sich auf eine Talkrunde mit unseren, mit Ihren Beratern hier aus der Lübecker Nachbarschaft. Viel Spaß. Hat man früher unter Nachhaltigkeit eher nur Umweltaspekte gesehen, bedeutet es heute sehr viel mehr. Nachhaltige Investments beinhalten ökologische und soziale Aspekte genauso wie eine verantwortungsvolle Unternehmensführung. Ökologische Kriterien umfassen den weitsichtigen und rücksichtsvollen Umgang mit natürlichen Ressourcen. Boden, Wasser und Luft werden dabei genauso einbezogen wie die fortschreitende Klimaerwärmung. Soziale Aspekte berücksichtigen Chancengleichheit und die Existenzsicherung durch gerechte Ressourcenverteilung überall auf der Welt. Verantwortungsvolle Unternehmensführung hat vor allem die Erwirtschaftung umwelt- und sozialverträglicher Gewinne zum Ziel. Und genau diese drei Punkte werden immer stärker in die Anlageentscheidung einbezogen. Das zeigt auch die Entwicklung nachhaltiger Anlagen in Deutschland in den letzten 10 Jahren. Das klassische Dreieck der Kapitalanlage aus Rendite, Risiko und Liquidität wird um eine weitere Ecke ergänzt, nämlich die Nachhaltigkeit. Weil die Nachhaltigkeit unmittelbar auf Renditeaspekte als auch auf Risikoaspekte wirkt, damit Einfluss hat und daher berücksichtigt werden muss. Nachhaltigkeit. Heute und in Zukunft ein Generationenthema. Ja, willkommen in unserer Talkrunde. Die NDR Talkshow ist mal von Freitag auf Donnerstag vorverlegt worden und ich glaube, ich habe mindestens genauso charmante Gäste wie Freitagabend auf NDR. Begrüßen Sie mit mir aus der Sparkassennachbarschaft hier in Lübeck neben mir Anne Wollny. Anne Wollny ist Vermögensberaterin hier bei uns in der Geschäftsstelle in der Breiten Straße, aber vielen vielleicht auch noch aus jahrelanger Tätigkeit in gleicher Funktion in der Ratzeburger Allee, Geschäftsstelle St. Jürgen, bekannt. Neben ihr in gleicher Funktion Vermögensberater Sören Winko. Herr Winko, wenn Sie mal in Travemünde flanieren gehen, Vorderreihe, schauen Sie mal in der Sparkasse rein. Der hat Ostseeblick aus seinem Büro. Naja, fast, ne, Sören? Er wird aus Travemünde berichten können, also jenseits der Trave. Und ich freue mich auch außerordentlich, Ihnen eine Kollegin vorstellen zu können, die im digitalen Bereich seit einiger Zeit unterwegs ist. Katrin Bleiziffer. Frau Bleiziffer leitet unser digitales Beratungscenter, ist aber dort auch nicht zur Welt gekommen. Katrin, dich kennen viele noch aus deiner Zeit in Schlutup, wo du die Filiale lange Zeit geleitet hast. Genau. Also eine illustre Runde hier. Und ich glaube, jetzt können wir mal eintauchen, mal aus dem Alltag, aus den Kundenberatungen, die ihr so erlebt. Und ihr habt ja eine Menge erlebt, dass ihr einfach mal uns so ein bisschen teilhaben lasst. Anne, ich fange mit dir mal an. Es ist ja nun seit Frühjahr 2021 verpflichtend in der Geldanlageberatung, dass zwischendurch mal die Frage gestellt wird oder am Anfang die Frage gestellt wird, ist Ihnen Nachhaltigkeit bei der Anlage wichtig? Das war früher nicht der Fall und wir haben uns im Jahr 2020 im Sommer schon entschieden, das mitzumachen. Da muss man ja nicht warten, bis das Pflicht ist. Im Grunde ist es ja auch eine sehr sympathische Frage. Aber Anne, du bist ja schon länger dabei. Vor 2020, 18, 19, 17,
War das auch schon Thema? Ja, tatsächlich beobachten wir den Trend schon eine ganze Weile. Also es hat einfach zugenommen, dass die Kunden nachgefragt haben und nachhaltige Anlagen angefragt haben, grüne Anlagen angefragt haben. Also das ist tatsächlich ein Trend, ja. Ja, und ist jetzt natürlich immer weitergegangen. Fortgesetzt. Und richtig heiß geworden, das Thema. Ne? Nun wird man ja nicht von einem Tag zum anderen Experte für Nachhaltigkeit. Das war früher kein Thema, wir sind lange genug dabei in der Anlageberatung. Also im Sommer 2020 hat die Sparkasse zu Lübeck gesagt, wir springen auf diesen Zug auf. Wie erlebt man das als Berater? Wie bereitet man sich vor oder wird man vorbereitet? Wie muss ich mir das vorstellen? Also zunächst einmal waren wir froh, dass wir diese Anfragen, die wir hatten, dann auch abdecken konnten und ein entsprechendes Angebot hatten. Aber ja, es gibt dann neue Produkte. Wir haben auch eine weitaus größere Produktpalette, als das vorher der Fall war. Mhm. Und da mussten wir uns schon vorbereiten und nochmal so ein bisschen die Schulbank drücken. Ja, aber du fühlst dich dann mittlerweile fit in dem Thema und auch wohl. Ja. Ja. Nun, wo es quasi Pflicht ist, diese Frage zu stellen, darauf einzugehen. Deine Kunden kennen dich seit langem. Früher ist die Frage nicht gefallen wahrscheinlich. Mhm. Auf einmal kommst du damit um die Ecke. Wie reagiert die Kundschaft? Ist sie irritiert oder überrascht? Also überrascht eher weniger. Ich denke, so das Thema Nachhaltigkeit begegnet uns ja heute in ganz vielen Lebensbereichen. Der eine oder andere staunt schon, dass wir auch beim Thema Geldanlage jetzt darauf zu sprechen kommen. Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, dass die Kunden sehr positiv reagieren. Ja. Ja, wir haben ja auch schon ein eindeutiges Votum gehabt in Sachen Rendite sogar bei der Geldanlage. Da war sich die Menschheit ja einig, würde ich wirklich sagen, das ist repräsentativ. Ja, wie ist denn eigentlich der Unterschied zu einer Beratung vor und nach 2020? Spürt man das irgendwo an irgendeiner Stelle? Also so einen großen Unterschied an der Beratung gibt es da nicht. Man muss sich vorstellen, die Wertpapierberatung ist ja schon recht komplex. Und wir haben das Ziel am Ende jetzt nicht die eine Anlage zu finden, sondern möglichst ein Konzept für den Kunden zu entwickeln. Und da ist nun ein Baustein dazugekommen und den müssen wir auch verpflichtend mit dem Kunden besprechen. Aber ob der Kunde den nun einbauen möchte am Ende oder nicht, das entscheidet er. Ist weiterhin individuell und ja, kombinierbar, wie man das gern möchte. Ne? Wir haben eben, wie gesagt, ein klares Votum gehabt, aber als du angefangen hast, ja, wie groß war da möglicherweise die Unsicherheit, ob Nachhaltigkeit vielleicht eine Rendite ausschließt? Gab es da Zweifel? Also es wird schon hin und wieder nachgefragt und dann gucken wir uns das auch genauer an. Wir haben ja die Möglichkeit, so verschiedene Papiere nebeneinander zu legen, Wertentwicklungen zu vergleichen. Wobei man sagen muss, dass sich die nachhaltigen Anlagen da in keiner Weise verstecken müssen. Ja. Im Gegenteil, also wir haben sogar Beispiele, wo die die klassischen Anlagen geschlagen haben. Ich stelle aber auch fest, dass dieser Punkt Rendite nicht immer nur der wichtigste ist, sondern die Kunden interessieren sich viel mehr auch für Inhalte, also was ist drin im Papier. Ah ja, das ist interessant, ja. Mhm. Hast du eigentlich festgestellt, ob das auch ein Thema von Lebensabschnitten ist? Man könnte vielleicht der Meinung sein, jüngere Menschen springen vielleicht noch schneller auf den Zug der Nachhaltigkeit auf. Vielleicht tue ich da auch Unrecht. Gibt es da Unterschiede, Männlein, Weiblein, alt, jung? In der Vergangenheit hätte ich das gesagt. Also als dieser Trend losging, kam das tatsächlich eher so von jüngeren Menschen. Mittlerweile können wir das gar nicht mehr feststellen. Also es geht durch alle durch alle Altersbereiche durch, dass die Kunden ein Interesse dran haben. Ja. Gut, es ist halt allgegenwärtig mittlerweile, was ich vorhin schon sagte, steht jeden Tag in der Zeitung und von daher kann sich keiner dem Thema entziehen. Jetzt springen wir mal auf die andere Seite der Trave, nach Travemünde. Lieber Sören, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank. Wir gehen mal ein Stück weiter. Du hast ja auch damals angefangen, 2020, nun ist das erste Jahr anderthalb rum, das heißt, du hast Kunden damals schon beraten. Ja. Die stecken jetzt schon drin in dieser Investition mit Nachhaltigkeit. Gab es da schon Reaktionen danach, Folgegespräche? Haben vielleicht sogar schon Menschen gesagt, kauf mal noch was nach? Ja, also es ist wirklich so, dass die Wertentwicklung im letzten Jahr sehr gut gelaufen ist und wir teilweise auch zweistellige Renditebereiche erreicht haben, wo man sagt, ja, das lässt sich sehen. Und auch hier ist natürlich mal die Situation, dass man darüber spricht und sagt, wie ist es denn gelaufen, einfach mal zusammenfasst. Und es gibt ja beim Nachhaltigen verschiedene Bereiche, in die wir investieren können, in verschiedene Richtungen. Und dass man vielleicht doch mal das ein oder andere mal beleuchtet und sagt, ja, hier gibt es noch eine Alternative zu dem schon Bekannten. Diese Gespräche, ja, die haben schon stattgefunden. Ja. Und auch mit einer gewissen Zufriedenheit sogar. Ja. Nun ist die Kursentwicklung allgemein natürlich auch sehr angenehm gewesen die letzte Zeit. Das passt natürlich dann super ins Bild. Ne? Nun hast du auch schon vorher Kunden beraten, vor dieser Nachhaltigkeitsgeschichte. Und die sind dann ja schon von dir auf Herz und Nieren geprüft worden. Und das Depot ist strukturiert. Die sind im Grunde aufgestellt, fertig für die Zukunft.
lohnt es sich trotzdem, da ist nur noch keine Nachhaltigkeit mit drin, trotzdem nochmal zu dir zu kommen und das daraufhin nochmal zu untersuchen? Ja, das ist tatsächlich so. Gerade die älteren Anlagen, die jetzt schon länger laufen, das sind immer so gute auch Basismodelle, die wir haben. Aber gerade dieses Nachhaltigkeitsthema, das kann man immer auch etablieren. Man kann auch Fonds tauschen oder man kann eben auch das als ergänzendes Mittel sehr gut nutzen und eben auch für die Zukunft sich damit breit aufstellen. Also dementsprechend, ja, lohnt sich einen Blick. Lohnt sich definitiv. Auf jeden Fall. Ja. Selbst wenn ihr vor anderthalb Jahren, vor zwei Jahren Haken hinter gemacht habt. Aber man sollte, glaube ich, ohnehin wie oft mal drauf gucken? Also ich bin öfters im Jahr mit meinem Kunden im Gespräch. Also ein bis zwei Jahr, zweimal im Jahr sollte man schon mal einen Blick drauf werfen, dass man einfach im Moment am Ball dran ist. Aber auch nicht jeden Tag, ne? Nee, das schafft man nicht. Ja, an einer vorbestimmten Stelle ist nun diese Situation, wo die Frage kommt, lieber Kunde, ist die Nachhaltigkeit wichtig? Ja, nein. An der Stelle, was passiert da? Ob nun ja oder nein, wie ist der Verlauf an der Stelle? Also wenn man sich für ja entscheidet und sagt, ich möchte wirklich nur nachhaltig aufgestellt sein, dann habe ich auch nur die Möglichkeit, ein komplett nachhaltiges Portfolio anzubieten. Mhm. Das heißt, alle Anlageempfehlungen, die von meiner Seite aus kommen, sind wirklich 100% nachhaltig, egal in welcher Anlageklasse wir unterwegs sind. Man kann jetzt aber auch sagen, ja, Nachhaltigkeit ist für mich wichtig, aber nicht ausschlaggebend. Dann habe ich auch die Möglichkeit, fehlt mal rechts und links nochmal zu schauen, dass man eben gewisse Möglichkeiten sich offen hält und das Ganze kombiniert. Ja, ist also möglich. Ja. Ja, Sören, nun mal Hand aufs Herz, das wollen wir alle mal von dir hören oder von allen Sparkassenkollegen. Zinsen sind weg. Ja. Verwahrentgelt, einige sagen sogar Negativzins. Das ist sicherlich nicht ganz einfach jetzt in der heutigen Situation. Dann kommst du mit der Nachhaltigkeit, passt das zueinander? Ja, wie reagieren da die Menschen? Wie geht man da vor eigentlich? Ist ja sicherlich viel Unruhe da auch drin. Ne? Ganz klar, es ist eine komplett andere Situation. Die Welt hat sich gedreht und es ist plötzlich aus einer ganz anderen Sicht, es gibt keine Zinsen mehr, man muss nach Alternativen schauen. Und man muss aber trotzdem im Hinterkopf behalten, was habe ich denn vor mit meinem Geld? Und was möchte ich für in den nächsten Jahren erreichen oder welche Ziele habe ich? Und aufgrund dessen sollte man, wenn man eine Anlage sich sucht als Alternative, die noch Zinsen und Rendite erbringt und erwirtschaftet, sollte man hier immer einen klaren Plan vor Augen haben, wann benötige ich welche Gelder. Und dementsprechend kann man dann auch strukturiert ein Portfolio erstellen, was jederzeit verfügbar ist teilweise. Oder auch, wenn man sagt, gut, für 4-5 Jahre brauche ich die Gelder jetzt nicht, dass man einfach da nach Alternativen schaut. Und wir haben die Alternativen noch. Also es gibt noch ein paar Zinsen auf dem Markt, ne? Man muss sie nur finden. Also keine Zinsen sind ein Problem, aber kein unlösbares. Du hast Lösungen. Ja, vielleicht, wir können jetzt nicht ganz individuell hier in die Beratung einsteigen, aber so ganz global mal gesagt, was macht eine gut aufgestellte Geldanlage denn aus? Also prinzipiell ist es mir wichtig, dass man das breit streut. Weil wir haben verschiedene Anlageklassen, in denen man unterwegs ist und sich auch aufstellen kann. Wenn man jetzt alles auf ein Pferd setzt, dann kann das gut gehen, muss aber nicht. Und gerade in aktuellen Situationen ist es für mich immer sinnvoll, sich breit aufzustellen. Das heißt, verschiedene Anlageklassen zu kombinieren und dann auch eben mit verschiedenen Gewichtungen zu arbeiten. Und da kann man eben sehr individuell darauf eingehen und auf jeden Wunsch das auch anpassen. Ja, okay. Solange gibt es diese nachhaltigen Anlagen noch nicht, sind die schon in allen verschiedenen Bereichen verfügbar, wenn man so ein bisschen streuen will oder diversifizieren, wie man auch im Fachjargon sagt, ist die Auswahl schon groß genug? Ja, also wir können ein komplett nachhaltiges Portfolio über alle Anlageklassen erstellen. Die Möglichkeit habe ich. Das heißt, egal in welchem Bereich man seine Prioritäten sieht, kann man hier eben sich für eine Anlage entscheiden, die auch dann wirklich nachhaltig ist. Ja, also wir können das mit einbauen. Ja, und hat dann ein gutes Gefühl, ein nachhaltiges Gefühl, auch mit der Geldanlage ein Stück weit zu der ganzen Geschichte beigetragen zu haben. Sören, vielen Dank erstmal an dich. Jetzt gehen wir mal ein Stück weiter. Liebe Katrin, du leitest bei uns das digitale Beratungscenter. Ihr seid gerade umgezogen. Genau. In Lübeck wart ihr schon immer. Ratzeburger Allee, St. Jürgen war der Standort, da wird gerade renoviert, jetzt seid ihr in der Ziegelstraße angekommen. Vollkommen richtig. Und fühlt euch wohl da angekommen? Doch, wir haben uns sehr gut eingelebt schon, sehr danke. Sehr schön. was du machst, du berätst am Telefon, du schaltest den Bildschirm dazu, das wirst du uns noch alles erzählen, auch Video ist da ein Thema, das kommt dir einmal mehr auf. Und trotzdem sind das sehr sensible Themen, jetzt gerade Geldanlage oder wenn Menschen auch mal einen Kredit aufnehmen. Ja, am Telefon, wie muss man sich das vorstellen? Also, in der Tat ist es, glaube ich, für den einen oder anderen so im allerersten Moment ein befremdliches Gefühl. Ich glaube immer, das Wichtigste ist in der Beratung, dass ich ganz, ganz viel von meiner eigenen Persönlichkeit mit reinbringe. Ich versuche einfach, eine Atmosphäre zu schaffen. Der eine Vorteil ist, ich habe die Videoberatung. Das heißt, du kannst dir quasi vorstellen, als würden wir beieinander sitzen. Nur du darfst zu Hause gemütlich auf deiner Couch sitzen. Ich sitze bei mir im Büro und wir schauen zusammen auf den gleichen Bildschirm rauf.
Und gerade wenn es so auch um das Thema Geldanlage geht, das ist kein Thema, was mein Kunde und ich bei unserem allerersten Gespräch miteinander besprechen, sondern in der Regel ist es so, dass wir uns erst noch mal ein bisschen kennenlernen, dass der Kunde eigentlich auch weiß, wer bin ich eigentlich, was kann ich ihm Gutes tun, was kann ich alles anbieten, welche Möglichkeiten habe ich, dass man dann darüber, über die Gespräche dann nachher auch zum Thema Anlage kommt. Und dann merkt man auch, kennt der Kunde mich schon ein bisschen, ich kenne meinen Kunden ein bisschen und dann sind das ganz, ganz tolle Gespräche. Ja. Ja, und manchmal ja auch über Kilometer Entfernung. Du hast Kundschaft auch nicht nur aus Lübeck vielleicht. Genau, Menschen, die rausgezogen sind und der Sparkasse weiterhin treu geblieben. Das ist natürlich dann schön, ne? Dass man sich noch kennt. Eure Abteilung gibt es natürlich nicht schon seit Hunderten von Jahren. Nee. Das ist natürlich jetzt klar, die Digitalisierung schreitet voran. Seit wann gibt es für dich spürbar diesen Trend hin zur digitalen Beratung? Also wir sind vor knappen 3 Jahren sind wir gestartet mit insgesamt 2 Personen. Haben wir das Ganze sozusagen ins Leben gerufen, haben uns die ersten Kunden sozusagen rangeholt und haben festgestellt, dass es doch durchaus ein Thema ist, was Kunden interessiert. Gerade in der heutigen Zeit, die Zeit wird immer schnelllebiger, der Mensch hat immer weniger Zeit und Zeit ist ein ganz hohes Gut, das stellen wir immer wieder fest. Und von daher ist gerade so diese Möglichkeit, wenn man jetzt sagen kann, ich mache Feierabend, ich bin zu Hause und muss mich dann vielleicht nicht noch mal extra wieder ins Auto setzen oder so wie du sagst, die Kunden, die gar nicht mehr in Lübeck wohnen und gerne die Beratung genießen wollen. Man merkt, der Trend geht immer mehr in diese Richtung. Muss ich nicht ins Auto setzen, Stichwort Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit, ja, genau. Schließt sich wieder der Kreis. Genau. Ja, ist das jetzt noch so aus dem Bauch heraus für dich in der Anfangsphase? Kinderschuhe oder seid ihr schon, ist das ein etabliertes System? Wie würdest du es bewerten? Also mittlerweile können wir wirklich von einem etablierten System sprechen. Unsere Kunden kommen auch selber aktiv auf uns zu. Das merkt man, es werden Fragen gestellt. Auch wir kommen jetzt schon in die Folgegespräche von den Geldanlagen und merken auch, da sind ganz, ganz tolle Gespräche. Und wir haben halt einen großen Vorteil, unsere Kunden, und daran merken wir es halt auch, können direkt in meinen Kalender reingehen über unsere Internetfiliale, können sich einen Termin bei mir im Kalender reservieren. Und daran merkt man das auch, dass es wirklich einen großen Zuspruch erfährt, wenn die Kunden sich selber aktiv dann auch einen Videotermin reservieren. Ah ja. Was mich mal interessieren würde, es gibt Dinge, die ich mir im persönlichen Gespräch natürlich wunderbar vorstellen kann. Und das ist auch wichtig im Gespräch von Mensch zu Mensch, Emotionen. Da müssen Unterschriften ja auch mal eingesammelt werden. Vielleicht Visualisierung. Ihr malt ja sicherlich mal auf dem Blatt Papier gewisse Dinge auf. Wie machst du das? Ja, also mit Aufmalen ist in der Tat manchmal ein bisschen schwierig. Das muss ich sagen. Emotionen zu transportieren ist, glaube ich, überhaupt nicht das Problem. Ich stehe einfach für dieses Thema. Ich finde, das Thema Geldanlage ist ein unglaublich spannendes Thema, sehr facettenreich. Von daher gibt es da keine Schwierigkeit, was das Thema Emotionen angeht. Alles das, was meine beiden Kollegen jetzt dem Kunden im persönlichen Gespräch präsentieren, kann ich alles über meinen Bildschirm darstellen. Das heißt, wir gucken zusammen auf den Bildschirm rauf. Ich kann meine Geschichten dazu erzählen. Und gerade was so auch nochmal das Thema Nachhaltigkeit, Unterschriften, die du gerade angesprochen hast, angeht, die Sparkasse und auch die DekaBank hat einen extrem großen Schritt gemacht, was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Meine Anlageberatung kann komplett papierlos erfolgen. Das heißt, alle Unterlagen, die ich meinem Kunden zeige, die gebe ich nicht in den Briefkasten rein, sondern gebe sie ins elektronische Postfach rein. Ich kann das DekaBank-Depot mittlerweile komplett online eröffnen. Es wird über das Online-Banking mit einer TAN bestätigt. Und selbst die Käufe, die Sparpläne oder auch mein Verkauf, es kann alles über die telefonische Beratung erfolgen. Also absolut nachhaltig, komplett papierlos. Wieder mal nachhaltig. Ja, das ist schön. Von daher ist da gar nicht so viel Unterschied scheinbar zwischen euren beiden Philosophien. Und trotzdem, ja, wenn du nochmal rausarbeitest, gibt es irgendwelche Besonderheiten, die dich einfach unterscheiden? Ja, also es gibt, in der Tat gibt es eine Besonderheit, gerade wenn es um das Thema Anlageberatung geht. Wenn der Kunde bei mir in der telefonischen Anlageberatung ist oder über die Videoberatung, erfolgt das Ganze immer mit der sogenannten Sprachaufzeichnung. Dient auf jeden Fall auf der einen Seite zum Schutz meines Kunden, auch zu meinem eigenen Schutz. Und ich persönlich, jetzt so nach meiner Erfahrung würde ich sagen, ist das eigentlich auch der einzige Unterschied. Ansonsten ist es gefühlt, jetzt setzen wir zusammen.
beruhigend für jeden, der das erste Mal mit dir Kontakt aufnimmt, dass es eigentlich gar kein Hexenwerk ist. Nein, ne? Nein. Du sagtest eben Sprachaufzeichnung. Nun müssen die Anlageberatung auch protokolliert werden. Ja. Ersetzt jetzt die Sprachaufzeichnung das Protokoll oder wie machst du das? Nein, also die Sprachaufzeichnung ist sozusagen ein kleines Goodie obendrauf, wenn man so möchte. Das heißt, von den, was das Beratungsprotokoll und dergleichen angeht, habe ich die gleichen Anforderungen, die ich erfülle, wie auch meine beiden Kollegen. Ah, also auch da wenig Unterschiede. Genau. Ja, gibt es Unterschiede in den Zeiten? Wann stehst du deinen Kunden zur Verfügung? Hm. Das könnte vielleicht in der Tat so ein kleiner Unterschied sein. 24 Stunden, 7 Tage. Fast. Also ich gebe zu, nachts möchte ich doch noch mal ein bisschen schlafen. Und gegönnt. Ist gut. Nein, ansonsten ist es so, dass ich den Vorteil habe, ich kann mich wirklich so ein Stückchen weit nach meinen Kunden richten. Ja. Also wir merken immer mehr, dass gerade auch der Trend Richtung späte Termine geht. Späte Termine heißt dann auch wirklich durchaus, dass man sich um 18, 19, 19, 30 Uhr mit dem Kunden verabredet. Dann, wenn der Kunde Feierabend hat, vielleicht noch mal einmal selbst durchgeatmet hat und dann auch den Kopf frei hat. Also das merkt man ganz klar und das ist der Vorteil bei uns. Wir können sehr flexibel mit unseren Arbeitszeiten umgehen und können gerade dieses auch bedienen, wenn der Kunde sagt, ich möchte dann beraten werden, wenn ich den Kopf dafür frei habe. Auch aus dem Homeoffice? Auch aus dem Homeoffice. Die sehen dich dann zu Hause auf genau. der Couch. Ja, genau. So ungefähr. Ja, auch an dich als Wertpapierexperte natürlich in der Richtung noch eine Frage. Der Wert ist ja im Moment recht hoch angesetzt, wenn man im Wertpapiermarkt jetzt einsteigt. Die Kurse sind ja trotz der ganzen Corona-Geschichten durchaus weiter nach oben gelaufen. Ist ja sehr zufriedenstellend gelaufen. Ist es der richtige Moment oder ist das gerade zu heikel, zu hoch? Mhm. Wie siehst du das? Was soll man da tun? Also es ist in der Tat eine sehr spannende Frage. Es ist auch eine Frage, die die Kunden häufig stellen. Man merkt schon so durch die letzten Monate, dass vielleicht auch so ein bisschen Unsicherheit ist. Also es kommt immer wieder diese Frage, ist jetzt der richtige Zeitpunkt oder warte ich vielleicht noch ein bisschen? Und letztendlich, ich gebe immer zwei Tipps mit an die Hand. Der eine Tipp ist, wenn ich mich über das Thema Eimeranlage unterhalte, dann gehe ich mit meinen Kunden nicht sofort mit der ganzen Summe in den Markt rein, sondern wir schauen auch da, dass wir die einzelne Anlagesumme in mehrere Schritten auf einige Monate aufteilen. Ah, ja. Das ist halt die eine Sache. Und was ich immer ganz klar als Empfehlung mit dazugebe, wenn ich mich für eine Anlage entscheide, dass ich immer einen monatlichen Sparplan mit unterlege. Auf der einen Seite so ein Stückchen weit als Schwankungsschutzbrief, sagen wir immer, damit die Schwankungen ausgeglichen werden. Und auf der anderen Seite, damit das Portfolio auch immer weiter schön wächst. Und das geht schon ab 25 Euro monatlich, also durchaus erschwinglich. Und immer, ich sag mal, für 50 Euro kaufen. Wenn es teuer ist, kaufe ich weniger. Wenn es billig, kaufe ich mehr. Das ist wie immer für 50 Euro an der Tanke. Genau, vollkommen richtig. Ja, Trick 17. Genau. Ja, danke euch dreien für diese Einblicke in eure tägliche Arbeit. Liebe Zuschauer, Anne Wollny, Sören Winko, Katrin Bleiziffer sind hier in Lübeck live und in Farbe zu bestaunen und zu besuchen. Zentrum Travemünde, ja, Ziegelstraße oder am Bildschirm, die kann man dann von zu Hause schon beobachten. Aber von solch charmanten Kollegen habe ich noch viel, viel mehr in allen Lübecker Geschäftsstellen und das Thema ist dort überall relevant und da sind die Kollegen auch alle sehr firm da drin. Ich sage euch vielen, vielen Dank. Bleibt noch einen Moment bei mir. Wir wollen unser Publikum noch mal einbinden. Vorhin haben wir ja gefragt, schließen sich Rendite und Nachhaltigkeit aus? Ein eindeutiges Votum. Und ich glaube, ihr konntet das eben gerade bestätigen. Auch wenn sich nun alle so einig sind, dass es sich nicht ausschließt, jetzt mal die Frage, was hat das eigentlich im Tun zur Folge gehabt bei Ihnen? Die Frage lautet jetzt nämlich, haben Sie bisher bei Geldanlagen denn Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigt? Und nun bin ich gespannt, wie die 92% sich äußern. Haben Sie bisher bei Geldanlagen Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigt? Wieder dürfte sich oben rechts ein rotes Fenster öffnen. Einmal raufklicken, ja, nein. Und wir sind gespannt, was daraus wird. Wir gönnen uns zwischendurch, glaube ich, mal ein Gummibärchen. Ne? Hattest du die mitgebracht, Anne? Ich mache ja am liebsten die Orangen. In dem Glas 2. Ob das jetzt auch wieder so eindeutig wird oder Hälfte-Hälfte, na, wir werden mal gucken. Stefan rechnet schon. Jetzt geht die Entscheidung schneller.
Dann haben wir auch noch Zeit zum Trinken. Ja, in der Talkshow brauchen wir jetzt morgen nicht mehr, ne? Das war heute mal der Ersatz. Ja, Stefan, es tut sich was. Ich kriege gleich eine Anzeige. Ja, 63% sagen, sie haben schon mal bei der Geldanlage Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigt. Das finde ich super. Man merkt, der Trend ist angekommen. 63%. Ich hätte es ehrlich gesagt nicht gedacht, weil für mich ist das Thema so lange in der Geldanlage noch gar nicht da. Es überrascht mich positiv. 37% sagen, bisher noch nicht. Auch okay. Aber daran sieht man, das Thema ist in der Gesellschaft angekommen. Und daran sieht man auch, dass wir heute mit unserem Thema, glaube ich, auch den Nagel auf den Kopf treffen, also irgendwo im Zuge der Zeit hier unterwegs sind. Also vielen Dank, dass Sie da mitgemacht haben. So konnten wir Sie auch ein wenig mit berücksichtigen. Ja, wir sind nun gespannt auf die Erläuterung unseres Kollegen. Jetzt müsste ich mal einmal die Bühne wechseln. Oh, da steht er schon. Da, Herr Maximilian Rabeler ist bei mir. Schönen guten Abend, Herr Rabeler. Ich freue mich, dass Sie bei uns sind. Herr Rabeler ist hier ein Vertreter der Dekabank, der Partner der Sparkasse, der uns in diesen ganzen Fondsanlagen unterstützt und supportet. Und Herr Rabeler ist der Kollege, der uns hier in Lübeck direkt betreut. Also auch möglich, wenn Sie mal in der Filiale sind, dass er Ihnen direkt über den Weg läuft, vielleicht mal auch bei einer Beratung dabei ist. Und unser Experte zum Börsengeschehen, aber auch zum Nachhaltigkeitsgeschehen. Also seien Sie gespannt, er wird uns jetzt mal aus Sicht der Dekabank näher bringen, was es eigentlich mit den nachhaltigen Geldanlagen auf sich hat. Was bedeutet eigentlich die Abkürzung ESG, die man immer mal wieder hört. Ja, Herr Rabeler, wir freuen uns auf Sie. Danke, vielen Dank, Herr Nagotzki. Vielen Dank erstmal für die Einleitung und vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf bei dieser, wie ich finde, spannenden Veranstaltung. Wir haben schon viele interessante Themen gehört. Ich fand es gerade toll, mal was aus der Praxis zu hören, also die Berater, was sie berichten, was sie von Ihnen als Kunden auch wieder gespiegelt bekommen. Das ist übrigens auch nicht keine Ausnahmeerscheinung. Also auch wir merken das, dass die Nachfrage nach diesem Thema immer mehr steigt. So haben wir selbst trotz Corona im letzten Jahr ja, fast das Doppelte an Nachfrage dieser Geldanlagen gespürt. Und man merkt, das Thema ist aktuell. Und wie ich finde, darf ich jetzt ja die spannende Frage klären. Also Sie haben gesagt, 92% schließen es nicht aus, dass Nachhaltigkeit und Rendite ein Widerspruch ist. Wir werden das jetzt in den nächsten Minuten mal ein bisschen klären, ob Sie da auf dem richtigen Trend sind. Herr Nagotzki hat ja schon gesagt, er kennt die Antwort. Ja, am Ende meines Vortrages sollten wir dann alle auf demselben Wissensstand sein. Ich habe im ersten Schritt aber einmal mitgebracht, nochmal zu klären, was sind eigentlich nachhaltige Geldanlagen? Nachhaltige Geldanlagen ergänzen eigentlich im ursprünglichen Sinne erstmal die klassischen Anlagen, also die Kriterien, die dahinter stecken, wie ja, Liquidität, Sicherheit und Rendite, und das wird ergänzt durch ja, soziale, ökologische und ethische Aspekte. Um das mal so ein bisschen zu verdeutlichen, habe ich ein Schaubild mitgebracht. Und wir haben das ein oder andere Thema heute schon in den Vorträgen gehört. Stand man bis jetzt vor der Entscheidung, wie investiere ich mein Geld, hat man verschiedene Kriterien hinzugezogen. Und in der Regel war die Frage immer, möchte ich Rendite? Wie sieht das Thema Sicherheit dann aus? Und Liquidität. Und wir sehen es schon an der Grafik, die drei befinden sich in so einem Spannungsverhältnis, sodass sich jeder ganz individuell und für sich entscheiden kann, aber auch muss, auf was ist er eigentlich bereit, ein wenig zu verzichten. Sage ich, ich verzichte auf ein bisschen Sicherheit, um die Chance auf mehr Rendite zu haben? Bin ich bereit, etwas mehr Verfügbarkeit abzugeben, um dafür dort den Hebel zu bekommen für meine Rendite? Schwierige Fragen. Und jetzt kommt noch die Nachhaltigkeit dazu. Ich kann Sie aber beruhigen, denn wie wir im Abspann vorhin auch schon gesehen haben, in dem kleinen Filmchen, ist die Nachhaltigkeit jetzt nicht ein weiteres Kriterium, zu dem man sich fragen muss, möchte ich das haben und auf was muss ich dann verzichten möglicherweise, sondern ist eher eine Ergänzung zu den drei Kriterien, die wir vorher gesehen haben. Und ich würde sagen, es ist nicht nur eine Ergänzung, sondern es wirkt sich sogar noch positiv auf die drei aus. Man könnte behaupten, dass diese drei Pole sogar ein bisschen enger zusammenrücken. Und woran liegt das? Wenn man sich mal überlegt, was machen nachhaltige Geldanlagen zum Beispiel mit meiner Sicherheit aus?
So wird doch im Prozess, wenn ich mir das anschaue, überlegt, welche Risiken kann ich eigentlich vorab schon ausschließen, die mich vielleicht später treffen könnten. Das wiederum führt dazu, dass meine Rendite oder meine Sicherheit erstmal ein bisschen hochgeht. Schauen wir mal Liquidität. In den letzten 3 Jahren sind die Volumen an nachhaltigen Geldanlagen haben sich verfünffacht. Verfünffacht. Das heißt, wir haben eine Menge Geld auf dem Markt. Wir haben ein hohes Angebot und eine hohe Nachfrage, was am Ende zu einer höheren Flexibilität und für Sie als Kunde auch eine höhere Liquidität bedeutet. Und zu guter Letzt, und das ist ja auch die Kernfrage des Tages und wir fangen an, das Rätsel langsam zu lösen, Rendite. Ja, Nachhaltigkeit kann sich auch positiv auf meine Rendite auswirken. Warum eigentlich? Naja, wir haben vorhin von unserer Nachhaltigkeitsmanagerin gehört, Nachhaltigkeit heißt auch langfristig. Und da stellen wir also, dass ein Unternehmen langfristig nachhaltig wirtschaftet, dann kann man auch davon ausgehen, dass das auch einen positiven Effekt auf das Wirtschaftsmodell haben muss. Welche Effekte das genau sind und was darauf einzahlt, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich würde ganz gerne nochmal einmal einen Schritt zurückgehen. Wir jonglieren heute mit so vielen Wörtern und nehmen teilweise es auch als selbstverständlich an. Ich würde gerne nochmal klären, ja, was ist eigentlich Nachhaltigkeit? Wie messen wir das und an was oder wie bezeichnen wir das? Und da gibt es in der Geldanlage einen Begriff, also ich für mich persönlich kann sagen, man neigt immer dazu zu sagen, Nachhaltigkeit, das ist erstmal Klima, Klimaschutz, Umwelt. Das sind so die Themen, die man als erstes im Kopf hat. Wenn man aber da mal im Detail reinschaut, wird man sehen, dass da noch viel mehr dazu gehört. Und Sie sehen auf der Folie schon, es gibt die sogenannten ESG-Kriterien. Der eine oder andere wird es wahrscheinlich schon mal von Ihnen gehört haben. Und dann sehen wir, übersetzt aus dem Englischen, wir haben Umweltthemen, wir haben aber auch die Komponente Soziale. Also wie gehe ich mit Chancengleichheit als Unternehmer aus? Das Thema Bildung spielt eine große Rolle. Aber wir gucken auch in die Unternehmensführung. Wie transparent ist das Unternehmen? Und da haben wir alle in der Vergangenheit vielleicht auch im Fall Wirecard gelernt, wie wichtig das doch ist und was das für Auswirkungen auf meine Geldanlage haben kann. Wenn wir also das sehen, müssen wir feststellen, okay, Nachhaltigkeit ist dann doch vielleicht etwas mehr, als wir immer meinen zu glauben und beansprucht ganz viele Facetten. Das wiederum beansprucht ja auch wieder ganz viele Facetten meiner Geldanlage. Wir wissen also jetzt, was eine nachhaltige Geldanlage ist, was Nachhaltigkeit ist und es scheint ja auch so zu sein, dass das einen positiven Effekt auf meine Geldanlage hat. Dann wollen wir doch jetzt wirklich mal im Detail gucken, woran das eigentlich liegt. Und da habe ich verschiedene Kernpunkte auf dieser Folie mal zusammengefasst, die auf die Nachhaltigkeit und auf die positive Rendite am Ende Wirkung haben. Da ist zum einen, und das ist vielleicht auch so mit das Naheliegendste, das Thema Kosten. Versuchen wir uns doch mal in so einen Unternehmer reinzudenken. Wenn ich als Unternehmer sage, ich möchte nachhaltiger handeln und gucke mir meine Produktionsstätten an, meine Prozessketten und sage, wo verschwende ich eigentlich Ressourcen oder verbrauche viel zu viel und stelle demnach meine Ketten um, baue neue Maschinen, habe das ein oder andere Vehikel, wo ich sage, da habe ich dann nicht mehr den hohen Verbrauch, heißt das doch, ich senke meine Kosten. Und immer, wenn ich meine Kosten senke, sollte ich ja auch eine Chance haben, eine bessere Rendite zu erwirtschaften, höhere Gewinne. Das ist das eine. Jetzt neigt man immer dazu, über Zahlen zu sprechen. Aber es gibt ja auch, wir haben das eben gesehen bei den ESG-Kriterien, Themen wie Soziales und Unternehmensführung. Gucken wir also mal auf die Mitarbeiterseite. Wenn ich es erschaffe, als Geschäftsführer meine Mitarbeiter verantwortungsbewusst zu führen, ihnen Freiräume zu geben für Kreativität, sie mitbestimmen lasse, Familie und Beruf in Einklang bekommen, dann sollte das doch dazu beitragen, dass meine Mitarbeiter sich mehr mit meinem Unternehmen identifizieren. Es sollte die Motivation erhöhen und am Ende die Effizienz meines Unternehmens. Und ganz nebenbei, der Arbeitsmarkt ist dünn besetzt, müsste es doch die Zugehörigkeit zu meinem Unternehmen deutlich verlängern im Durchschnitt. Das zum einen. Dann kann man auch sagen, dass Unternehmen, die sich nachhaltig aufstellen, viel innovativer auf dem Markt sind. Wenn man bereit ist, sich heute den globalen Problemen und Krisen zu stellen und zu investieren, also in technischen Fortschritt und sich so agil auf dem Markt bewegt, müsste es mich doch als Unternehmen widerstandsfähiger machen. Das sind alles Punkte jetzt gewesen, die positiv sind, die auch einen messbaren Betrag auf meine Rendite, meinen Unternehmenserfolg bringen können.
So gibt es aber auch Dinge auf der anderen Seite, wo wir sagen, was verhindert denn auch, dass das mal irgendwann verschwinden könnte? Und da sind zum einen in dem ganzen Prozess Überlegungen, welche Risiken kann ich eigentlich erstmal ausschließen vorab? Welche Risiken könnte ich denn ausschließen? Wir haben vorhin gehört, CO2-neutral. Wenn ich heute bereit bin, mich auf die Themen, die mich in der Zukunft belasten könnten, rechtzeitig einzustellen, wie zum Beispiel meinen CO2-Ausstoß zu reduzieren, dann komme ich doch gar nicht erst in die brenzliche Situation, dass ich in ein paar Jahren vielleicht durch Regulatorik, Gesetzesänderung oder was auch immer mit Eile und Hast diese Dinge anpassen muss, sondern ich stelle mich rechtzeitig auf die Zukunft ein und bereite mich auf das vor, was kommt. Risiken reduzieren. Dazu kommt noch ein Punkt, der auch immer mehr ja auch durch die sozialen Medien geprägt wird, der Bereich Image. Image kann sowohl positiv für ein Unternehmen sein, aber auch verdammt negativ. In der Regel ist es so, wenn das Pendel ausschlägt, dann extrem. Auch da ist ein gutes Beispiel die Automobilbranche. Galt lange als der Industriebereich, den Deutschland in die ganze Welt transportiert hat. Und wir mussten vor 6 Jahren sehen, dass das auch ganz schnell mal in eine andere Richtung gehen kann. Heute, 6 Jahre später, war jetzt wieder in den Zeitungen zu lesen, entscheiden die Gerichte immer noch über Unrecht und Recht. Also es ist immer noch medial vertreten und wird wahrscheinlich nicht dazu beitragen, dass das Image nach oben getrieben wird. Wir sehen also, es gibt viele, viele Punkte, die zum einen positiv sich auswirken auf die Rendite, aber auch verhindern können, dass ich Probleme in meinem Unternehmen bekomme, die alle in den nachhaltigen Prozess meiner Geldanlage mit inbegriffen sind. So wundert es dann aber auch nicht, wenn wir, und wir haben es bei den Beratern vorhin schon mal so rausgehört, uns mal Statistiken und Studien angucken. Wie entwickeln sich eigentlich diese nachhaltigen Geldanlagen? Und das ist ja dann das am Ende Entscheidende und das, worauf wir alle so schielen. Und so muss man sagen, dass die meisten Studien belegen, dass die nachhaltigen Geldanlagen mindestens gleich gut, eher sogar ein Tickchen besser als die klassischen Anlagen laufen. Und das Interessante, und da kommen wir wieder zu dem Wort langfristig, umso länger wir diesen Zeitraum strecken und das vergleichen, umso größer wird die Spanne, dass die nachhaltigen Geldanlagen ein positiveres Ergebnis erzielen. Ich habe vor ein paar Tagen einen Begriff gelesen, den fand ich ganz interessant, doppelte Dividende. Meine nachhaltige Geldanlage ist eine doppelte Dividende. Ja, zum einen den Ertrag, den ich daraus erwirtschafte, so wie wir es von Dividenden vielleicht alle auch kennen, aber auch, und das auf der anderen Seite, mein sozialer, ökologischer Beitrag, den ich dadurch liefere. Ich fand die Begrifflichkeit ganz nett, habe ich so für mich mitgenommen, das passt irgendwie. Ich glaube, ich hoffe, ich konnte die Frage vom Anfang damit beantworten, ob das ein Widerspruch ist. Aus unserer Sicht ein ganz klares Nein. Und wenn ich jetzt so den ersten Teil des Abends auch Revue passieren lasse, schaue ich mit voller Vorfreude auf die Sparkasse zu Lübeck, weil wir haben gesagt, man muss sich rechtzeitig auf die neue Zeit, auf die Zukunft, auf die Herausforderungen einstellen. Und so kann ich sagen, dass wir auch in Zusammenarbeit mit der Sparkasse zu Lübeck uns rechtzeitig den Herausforderungen stellen konnten, das Thema Nachhaltigkeit in den Vordergrund gestellt haben. Sie haben es auch bewiesen mit Ihren Aussagen, auch Sie sind da im Thema, es passt also. Und so gibt es von meiner Seite aus nur Danke zu sagen. Und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß heute Abend. Den Applaus müssen Sie sich wieder denken, Herr Raveler. Da kann ich mit um. Hier können Sie mit um, ne? Ja, Ihre Worte werden uns nachhaltig in Erinnerung bleiben, um beim Wortspiel zu bleiben. Ja, vielen, vielen Dank. Das sind dann Einblicke, die auch Berater in den Gesprächen geben können. Aber so war es für uns alle, glaube ich, mal sehr anschaulich, wo die Reise hingeht. Also, Herr Raveler, schön, dass Sie da waren. Vielen, Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, wir kommen zum großen Finale unseres heutigen Abends. Und ich finde ein sehr schönes Finale. Ich habe nämlich noch ein Thema für Sie. Sie haben wahrscheinlich alle schon mal von der Sparkassenstiftung hier in Lübeck gehört. Wir tun über die Stiftung eine Menge Gutes in Jugendarbeit, in der Kultur, im Sport und haben auch überlegt, gibt es da vielleicht auch nachhaltige Geschichten? Und von daher freue ich mich außerordentlich heute, die Geschäftsführerin der gemeinnützigen Sparkassenstiftung Lübeck zu begrüßen, Martina Wagner. Hallo Frau Wagner. Hallo Herr Nagotzki. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für Sie die Einladung. Sie bilden jetzt das große Finale, haben die Ehre, jetzt den Abschluss zu machen. Ja, Sparkassenstiftung vielleicht mal im Allgemeinen, bevor wir auf die Nachhaltigkeit kommen. Mögen Sie uns kurz noch mal abholen,
Was bedeutet Sparkassenstiftung? Ja, gerne. Die Sparkassenstiftung zu Lübeck und die gemeinnützige Sparkassenstiftung zu Lübeck und die Sparkasse zu Lübeck AG sind untrennbar miteinander verbunden. Wir sind als Stiftung Finanzholding der AG. Wir halten 74% der Aktienanteile. Und über die Ausschüttungen der Dividende aus der AG konnte die Stiftung in den vergangenen Jahren ganz erheblich dazu beitragen, dass gemeinnützige Projekte hier in Lübeck umgesetzt werden können. Ja. Und Sie hatten gestern schon erzählt, dass das seit 2004 schon am Start ist, also schon viele, viele Jahre immer wieder sich wiederholt, das Modell. Richtig, ne? Wir sind jetzt im 17. Jahr, das Konstrukt gibt es in dieser Form seit 2004. Die Stiftung an sich ist tatsächlich viel älter, die Sparkassenstiftung gibt es schon seit 1904. Oha, das hat ja Tradition. Was sind jetzt Ihre Aufgaben als Geschäftsführerin? Ja, als Geschäftsführerin der Sparkassenstiftung zu Lübeck erreichen mich täglich viele Anfragen von engagierten Lübeckerinnen und Lübeckern, die uns kontaktieren, um zu fragen, wie können sie Förderanträge stellen, wie funktioniert das Stiftungswesen bei uns, wofür stehen wir, welche Schwerpunkte haben wir, was ist förderfähig, was ist umsetzbar. Da gibt es tolle Organisationen in Lübeck, die wir schon seit vielen Jahren partnerschaftlich begleiten, immer auf Augenhöhe. Das ist uns sehr wichtig. Da haben wir gute Kontakte und gute Netzwerke. Wir begleiten Projekte intensiv. Das mache ich nicht alleine, sondern mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Wir sind ein Team in der Stiftung, bestehend aus 4 Mitarbeiterinnen und wir legen einen ganz großen Wert tatsächlich auf Öffentlichkeitsarbeit. Wir wollen nach außen transportieren, was wir tun. Was auch tatsächlich umgesetzt werden kann mit der Dividende, die aus der Sparkasse zu uns in die Stiftung fließt. Und da sind wir auf Social Media vertreten. Wir haben einen Jahresbericht, wir haben ein Magazin, das im Herbst erscheinen wird. Und da kann man sich umfassend darüber informieren, wie viel Engagement tatsächlich in Lübeck vorhanden ist. Ist für jeden was dabei, ne? Tatsächlich erreichen wir, ich würde behaupten, jeden Lübecker und jede Lübeckerin mit unserer Stiftung. Jetzt kommen wir mal zum Thema des heutigen Abends. In welcher Form findet jetzt Nachhaltigkeit in Ihrer Arbeit statt? Ja, wenn wir im Stiftungswesen über Nachhaltigkeit sprechen, dann meinen wir vor allem die Wirkung unserer Förderprojekte. Wir wollen, dass die Maßnahmen, die wir unterstützen, möglichst viele Lübeckerinnen erreichen und gerne auch das langfristig ermöglichen. Und um das in einer Form messbar zu machen, begleiten wir die Projekte in unserem Team ganz intensiv. Wir stehen in regelmäßigen Austausch mit den Funktionärinnen und Projektverantwortlichen. Wir kennen die meisten auch schon sehr lange durch die langfristigen Engagements, die wir hier unterstützen. Und ich muss sagen, dass wir in den vergangenen Jahren wahnsinnig viel gelernt haben von den Organisationen. Wir wissen, wie ein Projekt gelingen kann. Wir wissen, wo man sich vielleicht auch mal eine blutige Nase holen kann. Und das befähigt uns wiederum als Stiftung zu beraten, Netzwerke zu knüpfen und vielleicht auch mal Impulse zu geben, um Neues anzuschieben, das gut für Lübeck ist. Ja. Gibt es denn vielleicht sogar schon in der Stiftung gesonderte Budgets zur Nachhaltigkeit? Also wir haben tatsächlich kein gesondertes Budget geschaffen, wo wir sagen, liebe Lübeckerin, bewerben Sie sich. Hier gibt es einen Topf für nachhaltige Projekte. Das wäre tatsächlich mal ein gutes Thema für unsere nächste Strategiediskussion. Ja. Wir haben aber jetzt einen Klimaschutzpreis ausgeschrieben. Die Bewerbungsfrist endete gerade erst diese Woche vor 2 Tagen. Ich habe das in der Zeitung gelesen. Genau, richtig. Und wir werten gerade die eingegangenen Bewerbungen aus. Und ich muss sagen, wir sind total begeistert, was uns erreicht hat. Viele kreative Ideen. In diesem Fall nicht nur von gemeinnützigen Organisationen, sondern auch von Privatpersonen und Haushalten, die sich auch bewerben durften. Also das fand nun wirklich Anklang. Das fand großen Anklang, richtig. Ja, und es ist wirklich spannend, wie kreativ Lübecker inzwischen schon sind. Denn unsere Idee mit dem Klimaschutzpreis ist, den guten Ideen eine Bühne zu geben, damit sie Nachahmer finden. Damit mehr Leute sagen, es ist so einfach, Gutes zu tun und dabei auch noch das Klima zu schützen. Klimaschutz beginnt im Kleinen. Ja. Ein wahres Wort. Ja, wo ich gerade sage, ich habe es in der Zeitung gelesen. Es stand auch in der Zeitung, dass die Sparkassenstiftung sich eine Jugendjury gezüchtet hat. In der Corona-Zeit, ich glaube, das lief auch alles virtuell. Ja, mögen Sie uns da mal Einblicke geben, Ihre Jugendjury, die werden auch bestimmt auch auf Nachhaltigkeit gucken, oder? Ja, das ist tatsächlich zu beobachten. Ja. Wir haben eine Kinder- und Jugendjury gegründet Anfang dieses Jahres. Es sind 10 Kinder und Jugendliche ausgewählt worden im Alter zwischen 10 und 16 Jahren. Und die Kinder dürfen jetzt mitentscheiden, was mit unseren Stiftungsmitteln passiert. Mhm. Und wir haben in der Bewerbungsphase gefragt, liebe Kinder, liebe Bewerber, wofür wollt ihr euch engagieren? Und eine sehr häufige Antwort war tatsächlich der Umweltschutz. Hier ganz konkret das Beispiel, einige wollen mehr für das Fahrradfahren tun in Lübeck, das Fahrradfahren attraktiver machen. Andere sagen aber auch, sie wollen dazu beitragen, dass die Kinder eine schöne Zeit draußen verbringen können, nicht so viel drinnen sein müssen, auch nicht in der Corona-Zeit. Und sagen, es wäre vielleicht
an der Zeit, die Spielplätze attraktiver zu gestalten oder auch Möglichkeiten für umweltpädagogische Angebote im Wald zu kreieren. Das war interessant. Ja, das glaube ich. Ja, mögen Sie uns noch mal ein paar Einblicke, jetzt nicht aus der Jugendjury, sondern aus der Erwachsenenjury geben, ein paar Ihrer aktuellen Projekte, die auch mit Nachhaltigkeit zu tun haben. Gibt es da ein paar aktuelle Beispiele? Ja, also ein ganz klassisches Beispiel, wo man sofort an Umwelt denkt, ist die Renaturierung der Moore. Wir haben in Zusammenarbeit mit dem Lübecker Stadtwald 11 Hektar Moor renaturiert. Mhm. Viele wissen ja auch, dass die Moore einen ganz erheblichen Beitrag zur CO2-Einsparung leisten können. Und dadurch, dass wir den Lübecker Stadtwald unterstützt haben, gibt es jetzt wieder mehr vorhandene Moorfläche hier bei uns in Lübeck. Das ist sehr, sehr positiv. Ja. Ein ganz simples und irgendwie auch ein ganz gutes Beispiel für nachhaltige Förderung, wenn wir auf Wirkung schauen, ist für mich immer die Rutsche. Rutsche? Wir fördern ganz gerne und schon seit vielen Jahren Kindergärten in Lübeck. Ja. Die Kindergärten stellen Förderanträge, weil sie ihre Außenanlagen neu gestalten wollen. Ja, stellen Sie sich vor, da wird die Rutsche aufgebaut und über die Jahre und Jahrzehnte benutzen sie die Kinder. Da sind hunderte, vielleicht auch mehr Kinder drauf gewesen. Und wenn ich aus Stiftungssicht drauf schaue, dann muss ich sagen, das ist die nachhaltigste Förderung. Die steht Jahre und haben viele ihren Spaß mit. Ne? Genau. Kann man eben gar nicht drauf. Ja, aber wir haben es auch gerade von Herrn Rabela schon gehört. Das Thema Bildung ist ein ganz wichtiger Nachhaltigkeitsfaktor und einer unserer drei Förderschwerpunkte. Wir haben diverse Bildungsprogramme selbst initiiert als operative Projekte in Zusammenarbeit mit gemeinnützigen Institutionen. Und da haben wir gerade erst jetzt Interviews geführt mit Schülerinnen und Schülern, denen wir dabei geholfen haben, ihren Schulabschluss zu erreichen. Und das ist sehr schön, wenn Sie jetzt hören, dass ein Schüler, der wirklich keine Perspektive hatte, überhaupt auf den ersten allgemeinbildenden Schulabschluss, heute dasteht und sagt, ich bin jetzt Filialleiter einer Bäckerei geworden. Ja, toll. Und ich muss sagen, das ist wirklich das, was unsere Arbeit so wertvoll macht. Also man merkt ihn an. Sie strahlt ja richtig. Es ist eine Freude, Ihnen zuzuhören. Also daher auch an Sie die Frage, wie an Frau Möller vorhin. Was macht Ihnen am meisten Spaß? Ich glaube, Sie haben eine Menge Spaß. Also ich denke, man kann es sich schon fast denken. Die Erfolgsgeschichten, die wir vermittelt bekommen, das ist wirklich das, was sehr viel Freude bereitet. Wir sehen, wie das Engagement vieler Ehrenamtlicher auch dazu beiträgt, dass ganz viele am gesellschaftlichen Leben teilhaben können, dass eine positive Entwicklung möglich ist in ganz verschiedenen Bereichen, im Bildungsbereich, aber auch im sportlichen Bereich, wo wir alle Schichten erreichen, jeden Alters oder auch jeder Herkunft. Und das zu beobachten, zu begleiten zu dürfen, das macht wahnsinnig viel Freude. Und für mich persönlich unglaublich beeindruckend ist immer wieder zu sehen, wie ein starkes Unternehmen wie die Sparkasse zu Lübeck dieses gemeinnützige Engagement langfristig möglich machen kann. Ja, super, vielen Dank, Frau Wagner. Und in dem Sinne auch mal der Aufruf und die kleine Werbung für unsere Sparkassenstiftung, wenn Sie in einem Verein tätig sind, in der Kultur, im Sport, in der Bildung, wo auch immer, und da sind Projekte am Start, ruhig mal an die Sparkassenstiftung herantreten. Frau Wagner und Ihr Team stehen zur Verfügung. Es gibt auch eine Homepage, da kann man sich informieren. Und dann, glaube ich, kann man da eine Menge Gutes bewirken für seine Institution, für seinen Verein. Drücken wir natürlich die Daumen. Ich habe mich riesig gefreut, dass Sie heute so einen schönen Abbinder hier gemacht haben und wir nicht nur über Wertpapiere, sondern über Lübecker Stadtwald und über Rutschen gesprochen haben. Frau Wagner, schön, dass Sie da waren. Hat mich gefreut. Danke, dass ich Teil dieser schönen Veranstaltung sein darf. Super, klar. Ja, wir kommen daher jetzt zum Ende. Ich hatte ja gesagt, zur Tagesschau sind Sie durch, versprochen, gehalten. Ich will es noch einmal zu einem Fazit bringen. Man muss also am Ende, glaube ich, sagen, oder man darf sagen, wir haben uns alle auf den Weg gemacht, Privatpersonen, Institutionen, Unternehmen. Nicht nur global, auch in Lübeck. Hier war heute sehr viel Lübecker Deutsch und Lübecker Kultur zu spüren. Das fand ich sehr schön. Das war eine sehr regionale Veranstaltung. Die Frage haben wir sicherlich aufgelöst, aber Sie wussten es ja im Grunde vorher schon, Rendite und Nachhaltigkeit passen zusammen, können gemeinsam ihren Weg gehen. 92% war sehr eindeutig. Ja, und dass auch Stiftungsarbeit nachhaltig ist, wenn auch manchmal mit sehr eigenartigen Beispielen, aber sie hat es ja erklärt mit der Rutsche, das stimmt. Generationen von Kindern freuen sich und so nehmen wir die Rutsche, aber auch den Lübecker Stadtwald natürlich gerne für heute Abend in Erinnerung mit. Ja, wir haben Ihnen heute Einblicke gegeben
die natürlich ein Stück weit global waren von oben betrachtet, weil es eine sehr individuelle Geschichte ist, jetzt Geld anzulegen mit nachhaltigen Aspekten. Jedes Konto, jede Geldanlage ist anders. Wir haben nicht ein Depot, was genauso aussieht wie das andere, weil immer Ihre individuellen Wünsche dabei Berücksichtigung finden. Also unsere Berater kommen da gerne auf Sie zu, um mal das Gespräch zu suchen und mal zu prüfen, auf Herz und Nieren, ist es nachhaltig und ist es zukunftsträchtig aufgestellt. Und ja, so hat man das gute Gefühl, auf was Gutes getan zu haben. Wenn es Ihnen heute gefallen hat, dann möchte ich Ihnen noch die Möglichkeit geben zu einer Zugabe. Es gibt eine Veranstaltung am 30.09., da haben wir auch hier eine Folie zu. Auf unserer Homepage werden Sie das sehen, der DK-Wertpapier-Webcast der DK-Bank. Während wir heute hier über Lübeck gesprochen haben, ist das etwas mehr große, weite Anlagewelt aus Frankfurt am Main. Ich habe das im Frühjahr schon gesehen, März war das ungefähr, hochinteressant. Das machen die sehr professionell, die Kollegen von Herrn Rabeler. Lohnt sich da reinzuschauen. Und ich sage, selbst wenn es Ihnen heute nicht gefallen hat, gucken Sie trotzdem mal rein, vielleicht gefällt Ihnen das dann ja besser. Also ich kann es nur empfehlen, das machen die großartig. Ja, nun sind wir an dem Punkt, Danke zu sagen. Ich sage erstmal Danke an meine Gäste heute, an die Interviewgäste, die Vorträge und die NDR Talkshow. Das hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich sage auch vielen, vielen Dank, lieber Stefan. Sie können ihn nicht sehen. Der Stefan hat hier eine Technik aufgefahren. Es ist grandios und der arbeitet hier so fleißig. Das wäre jetzt auch ein Applaus wert, lieber Stefan. Und ja, Nachhaltigkeit, Digitalisierung, haben gemerkt, das passt zusammen. Wir sind digital unterwegs gewesen, haben ein tolles Publikum. Sind wir wirklich zufrieden hier mit dem vollen Haus. Und die ist nah angekommen, die Digitalisierung bei den Menschen. Das ist auch kein Generationenthema mehr. Ich wurde vorhin noch angesprochen, erzähl es doch mal ruhig. Selbst meine Mutter ist mittlerweile so verlinkt, dass sie heute, sie hat mir vorhin geschrieben, zugeguckt hat. In dem Sinne, schönen Gruß. Das muss ja auch mal ein privates Wort sein. Ja, dann bleibt mir im Grunde nur zu sagen, bleiben Sie uns wohlgesonnen und vor allen Dingen bleiben Sie gesund. Schönen Abend. Tschüss.